kann man gratis Juwelen in Brawl Stars bekommen? Ja oder nein? Und hiermit soll ich jetzt angeblich 2000 gratis Juwelen bekommen, wenn ich das Ganze 7 Mal abschicke. Hier hat tatsächlich jemand eine offizielle Posteingangsnachricht in Brawl Stars bekommen und er kriegt hier einfach mal eine Spende von, und jetzt haltet euch fest, 1000 Juwelen. Jetzt, wo ich leider keinen Creator Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder Basis alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute wieder ein unglaublich nices Video für euch vorbereitet. Dieses Video müsst ihr wirklich von Anfang bis zum Ende schauen, denn es ist unglaublich wichtig. Denn wir sprechen heute über ein sehr, sehr brisantes Thema. Also bleibt auf jeden Fall am Start. Übrigens, Leute, dieses Video kommt gerade online, wo noch der 48-Stunden-Stream läuft. Morgen, wenn der Stream endet, streame ich aber immer noch weiter, und zwar bei Lukas. Circa gegen 10, 11 Uhr wird dann der Stream starten, wo ich den neuen Brawler Squeak von 0 Pokalen probiere auf 1000 Pokale hochzupushen. Also schaltet unbedingt ein. Und Leute, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber ihr könnt probieren, euch vielleicht immer noch eine der Merch Handyhülle auf merchbase.de/dermerch zu sichern, Leute. Ihr wisst es. Stand jetzt, wo ich das Ganze aufnehme, ich produziere ja ein bisschen vor, sind nicht mehr viele von den Handyhüllen erhältlich. Das heißt, wenn ihr eine haben wollt, geht jetzt unbedingt schnell auf dermerch.de, schaut nach und gönnt euch eine für euer Handy. Lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Schaffen wir mal wieder hier die 10.000 Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abonniert gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich mache dieses Video hier nicht ohne Grund. Leider habe ich in letzter Zeit vermehrt vor meinen Videos Werbung bekommen, was ja nicht schlimm ist. Aber diese Werbung ist ein Video, die einem angeblich zeigt, wie man kostenlose Juwelen in Brawl Stars bekommt. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Und dieses Video ist auch eine ganz ausdrückliche Warnung an die Betreiber und die Leute, die diese Werbung von meinen Videos schalten. Ich habe bereits YouTube kontaktiert. Ich habe die Werbung jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Aber sollte ich noch einmal so eine Werbung vor meinen Videos sehen, werde ich probieren, rechtliche Schritte gegen diese Person einzuleiten. Und ich habe auch schon meinen YouTube-Ansprechpartner kontaktiert, der das Ganze an Google weitergegeben hat. Also, das ist jetzt meine letzte Warnung. Aber ich sag euch jetzt auch, warum ich das Ganze so mit Nachdruck verfolge. Wenn man bei Google gratis Juwelen eingibt, dann kriegt man schon als Vorschlag irgendwie gratis Juwelen Brawl Stars ohne Verifizierung, ohne Handynummer. Und es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren. Und es gibt auch leider sehr viele Internetseiten. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund mal ein paar Internetseiten eingeblendet, die ich aber komplett zensieren werde, weil auch die Leute könnten in dem Sinne dann rechtliche Schritte gegen mich einleiten. Aber diese ganzen Internetseiten, die euch angeblich zeigen, dass ihr kostenlose Juwelen im Brawl Stars bekommen könnt, das ist die ultimative Abzocke. In den meisten Fällen schließt ihr damit, wenn ihr eure Handynummer angebt, ein kostenpflichtiges Abo ab über ca. 5 Euro oder sogar 10 Euro, was ihr erstmal nicht kündigen könnt. Bitte behaltet das im Kopf, probiert keine dieser Internetseiten aus. Keine von denen wird funktionieren. Wenn man auf YouTube nach Brawl Stars Free Gems sucht, dann kann man hier auch durchscrollen. Und wir sehen hier die ein oder anderen Videos. Jetzt nicht unbedingt ein Video von mir oder Lukas oder Sean, aber es gibt auch Videos, wo einem angeblich so ein Code gezeigt wird. Und wenn man diesen Code eingibt, dann kann man angeblich gratis Juwelen bekommen. Ich würde sagen, wir testen es einfach mal aus und ich zeige euch, wie dumm das eigentlich ist. Ich habe jetzt so ein Video gefunden und wir schauen uns jetzt mal an, was man hier angeblich eingeben soll. Also erstmal soll man gems.freeworker.eingeben. Dann soll man das Ganze wieder löschen. Und jetzt gibt man gems.forworker und dann die Juwelenanzahl ein und geht dann 7 Mal auf Abschicken. Ich gebe das Ganze jetzt mal ein. gems.free.forworker. So, dann lösche ich das Ganze wieder. Forworker.2000. Und hiermit soll ich jetzt angeblich 2000 gratis Juwelen bekommen, wenn ich das Ganze 7 Mal abschicke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt gehen wir zurück. Und welch ein Wunder, wir haben
keine Gratis-Juwelen bekommen. Übrigens, kleiner Tipp an den Videoersteller, von dem ich das Video gerade angeguckt habe. Ich würde dir empfehlen, das Video zu löschen. So etwas sieht Supercell nicht gerne, auch wenn du es nur als Mythos getestet hast. Ich habe tatsächlich von einer längeren Zeit dann auch mal den Support gefragt, ob man irgendwie Gratis-Juwelen in Brawl Stars bekommen kann. Und da sah die Antwort wie folgt aus. Der offizielle Tipp von dem Brawl Stars Support war, dass man einfach kostenlose Brawl Boxen aufmachen soll und irgendwann mit etwas Glück hat man halt genug Juwelen zusammen, um sich irgendwas Cooles im Shop kaufen zu können. Ja Leute, war natürlich klar, dass der Support so eine Antwort gibt. Man kann sich gratis Juwelen natürlich auch im Spiel einfach so erspielen, indem man einfach den Brawl Pass zockt. Hier gibt es natürlich mehrere gratis Juwelen. Früher hat man ja auch gratis Juwelen in Kisten bekommen, aber wenn man den kostenlosen Brawl Pass durchzockt, das machen wir auch regelmäßig auf Free-to-Play-Account, dann kann man sich damit sogar auch den kostenpflichtigen Brawl Pass erspielen. So, es gab aber auch tatsächlich schon wirklich Spieler in Brawl Stars, die gratis Juwelen bekommen haben. Und das ist kein Clickbait, es ist wirklich so. Und zwar seht ihr es jetzt hier gerade in einem Video von Pookie. Hier hat tatsächlich jemand eine offizielle Posteingangsnachricht in Brawl Stars bekommen und er kriegt hier einfach mal eine Spende von, und jetzt haltet euch fest, 12.076 Juwelen. Und die kann er jetzt hier einfach einfordern. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier einfach mal an. Ey, das ist so geisteskrank, dass so etwas wirklich passiert. Und ihr seht, er hat die Juwelen jetzt hier einfach mal eingefordert. WTF, Mann. Und die Juwelen wurden dann wirklich dem Konto gutgeschrieben. Doch ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie geht so etwas? Könnt ihr euch noch an das Spiel Rush Wars erinnern? Das Spiel wurde ja gekillt. Aber man konnte natürlich auch Geld in diesem Spiel ausgeben. Und die Spieler, die Geld in Rush Wars ausgegeben haben, die sollten natürlich auch auf ihre Kosten kommen und das Geld jetzt nicht einfach verballert haben. Und diese Spieler hatten die Möglichkeit, das ausgegebene Geld aus Rush Wars in ein anderes Supercell-Spiel ihrer Wahl übertragen zu können. Und derjenige hat jetzt hier einfach mal knapp 600-700 Euro in Rush Wars ausgegeben und hat das Ganze im Brawl Stars übertragen. Muss ich sagen, ist echt sehr krass. Also Leute, wir halten jetzt nochmal fest. Es gibt keine Möglichkeit im Brawl Stars, außer bei dem Brawl Pass oder über das anders gezeigte gerade, gratis Juwelen zu bekommen. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist vielleicht an einem Gewinnspiel von uns YouTubern teilnehmen. Vielleicht macht Lukas ja mal wieder ein Gewinnspiel, wenn ihr seinen Creator-Code im Shop eintragt. Macht das natürlich gerne auch mal, würde ihn sehr freuen. Und ich möchte euch jetzt nochmal ausdrücklich warnen. Fallt bitte nicht auf irgendwelche Werbung von meinen Videos oder den Videos der Jungs rein oder allgemein irgendwelche Werbung, wo euch angeblich gratis Juwelen versprochen werden. Und probiert auch bitte keine dieser Internetseiten aus. Ja Leute, an der Stelle würde ich einfach mal sagen, war es jetzt hier mit diesem Video. Gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Checkt die Videos aus der Endcard aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Clash Games und ciao. Ciao.